In dem zweiten Teil möchte ich Ihnen nun eine Deutung dieses Werkes liefern, mit Hilfe dieser beiden Bücher. Nämlich Derrida hat sich sehr intensiv mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt in dem Buch Die Postkarte, welches 1980 erschien, im zweiten Teil auch eine Antwort auf Lacan enthält. Und das kam 1980 raus. 1982 kam in Frankreich dieses Buch raus über die Telepathie, ein Supplement zu der Postkarte. Und beide Bücher handeln von der Möglichkeit der Sendung, der Versendung von etwas, das ankommt und verschickt wird. Das eine mehr auf der Ebene der Briefe und Postkarten eben, das andere auf der Ebene, die Freud auch beschäftigt hat, nämlich der Hypnose und der Telepathie. Witzigerweise fand ja Freud durchaus Gefallen an Telepathie und hielt dies durchaus eine Weile für eine vielleicht Möglichkeit, seine therapeutischen Sitzungen in Seancen zu verwandeln. Es hat dann nicht stattgefunden, weil er doch gemerkt hat, dass das etwas begrenzt ist. Aber mit dieser Sache beschäftigt sich Derrida hier, und das hat einiges zu tun mit Edgar Allan Poes Gedicht, wo auch etwas ankommt, eine Sendung, von der nicht richtig klar ist, was das eigentlich ist. Und das wollen wir jetzt etwas eruieren mittels der derridaschen Deutung. Vor allem jetzt hier der Hypnose. Eine Ankündigung kann sich erfüllen. Etwas kann ankommen, ohne sich deshalb zu realisieren. Ein Ereignis kann statthaben, das gar nicht real ist. Meine gewöhnliche Unterscheidung zwischen innerer Realität und äußerer Realität ist vielleicht nicht hinreichend an dieser Stelle. Sie macht ein Zeichen hin auf etwas Ereignendes, das keine Idee von Realität uns hilft zu denken. Aber dann wirst du sagen, wenn das Angekündigte der Ankündigung doch das Anzeichen äußerer Realität trägt, was tun damit? Naja, es behandeln als Anzeichen. Es kann bezeichnen, telefonieren, telesignieren, ein anderes Ereignis, das Ankommen vor dem anderen, ohne das andere zufolge einer anderen Zeit, eines anderen Raums und so weiter. Das ist das ABC meiner Psychoanalyse. Die Realität, wenn ich davon rede, das ist, wie um sie einzuschläfern. Du wirst nicht begreifen, du wirst nichts begreifen von meiner Rhetorik. Ich habe nie verzichten können auf die Hypnose. Ich habe einfach einen Modus der Induktion transferiert auf einen anderen. Man könnte sagen, dass ich Schriftsteller geworden bin und in dieser Schrift die Rhetorik, die Inszenierung und die Komposition von Texten haben all meine Fähigkeiten reinvestiert und meine hypernagogischen Wünsche. Was willst du, dass ich dir sage, schlafen mit mir, das ist alles, was sie interessiert, der Rest ist sekundär? Also die telepathische Ankündigung has come to even, auch wenn sie noch nicht eingetroffen ist. Denn sie existiert. Das ist die Hypothese, die ich zu lesen gebe in eben dem Augenblick, wo ich sie ausgeschlossen habe. Auf der Oberfläche meines Textes. Die Hypnose, du bist's, die mich das hat begreifen lassen. Die Hypnose, das bist du. Ich erwache langsam von dir. Ich strecke meine Glieder. Ich versuche, mich zurückzurufen. All das, was du mich hast tun und sagen, machen unter Hypnose. Und ich werde nicht dahinter kommen. Ich werde nur dann am Rande sein, da anzukommen, wenn ich den Tod kommen sehe. Und du wirst noch wieder da sein, um mich zu wecken. Du. Unterdessen komme ich auf Abwege. Ich bediene mich der Macht, die du mir verleihst, über die anderen. Hier möchte ich schließen und noch zu bedenken geben, dass damals, als Lacan und Derrida sich in Baltimore trafen, Derrida vorher oder nachher vor diesem Treffen zu Poes, Edgar Allan Poes Grab gepilgert ist, um angesichts dieses Grabes nochmal diese Verbindung zu diesem Schriftsteller aufzunehmen, der durchaus eben auch etwas mit dem Lacan'schen Diskurs zu tun hat, von dem wir ja wissen, dass seine Eröffnung in den Écrits, also in den Schriften, stattfand, mit eben diesem berühmten Aufsatz oder dieser berühmten Seminarsitzung über den entwendeten Brief, The Purloined Letter, der ersten Detektivgeschichte von Edgar Allan Poe, die eben auch kreist um diese Möglichkeit der
Sendung, des Versendens des der Signifikanten oder des Signifikanten. Und damit enden wir heute. Es geht also hier um eine bestimmte Form der Versendung, der Verschickung, deren Raum, wenn Sie so wollen, nicht mehr nur im Innen oder im Außen zu situieren ist, sondern genau auf dieser Grenze. Und diese Grenze oder diese Mischung, diese Mixture auf von eigenen Eindrücken und äußeren Eindrücken, genau auf dieser Ebene hat sich Derrida sehr lange und viel beschäftigt. Und damit alles dem, was man Schein nennt oder alles dem, was man zwischen Sein und Schein situiert, einen großen Raum gegeben, also diesen Zwischenraum zwischen dem, was noch nicht existiert, aber auch nicht als nicht existierend ausgemacht werden kann. Und daher kommt diese ganze komplizierte, immer voller vielen Wendungen fabrizierte Formulierungsart des Philosophen zustande, der, wie gesagt, eng connected ist oder sehr ausgehend von der Mentalität Edgar Allan Poes, der sehr früh seine Mutter verloren hat und dadurch immer in dieser Ebene von Trennung und Nicht-Trennung sein Werk situiert hat. Bis zum nächsten Mal.